Ja. Okay, dann können wir anfangen. Ich starte Livestream und mache die Begrüßung. Ja. Moin, nächster Stream. Jetzt ist. Bist du auch da? Ich bin jetzt vermutlich scheiße bei euch, aber ansonsten. Ja. Es klingt scheußlich, okay. Disco ist auch da und es beginnt ins Finale. Genau, und der erste Fight ist schon vor uns. Das ist Elysium gegen Gurkenparade. So, wer den letzten Stream nicht gesehen hat, den gibt's sowohl auf dem PP-Kanal als auch hier auf Vortech. Ja. Jetzt können wir wieder Lufens Geld verwetten. Tja, auf was wetten wir? Schwer. Es waren beide gut. Und Disco ist schon wieder weg. Ich sag mal, ich tippe auf Elysium. Ich habe auch auf Elysium gesetzt. Naja, aber Gurkenparade, denke ich mal, auch ziemlich gut aufgestellt. Haben wir auch gut aufgeräumt letztes Mal. Gehe aber davon aus, dass Elysium die leicht auseinanderbauen wird, weil Elysium hat halt schlicht und ergreifend eine schnellere SFA. Ja, gut. Naja, aber das ist Halbfinale. Selbst wenn Gurkenparade hier rausfliegen sollte, gibt es noch ein Spiel im Platz 3. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Oder der Fight ist nach 2 Sekunden vorbei. Entweder wird es spannend oder die SFAs räumen komplett durch. Genau. Also es wird at least 2 Sekunden lang spannend. Ja, die Wetten sehen auch sehr stark in Richtung Elysium aus. Ja. Aber gut. Also ich feiere gerade, dass das Elysium War hier halt leicht so aussieht, als wäre es von 2016 mit Sandschild und halt diesem dunklen Design. Schon irgendwie, ja. Es ist interessant, dass man sich dazu entschieden hat, ein Sandschild zu verbauen. Ja. Ich glaube, in einem Fall tatsächlich ein SFA aufhalten können, also... Ja, also okay. Es hat ein... Also die schlechteren SFAs haben da tatsächlich dran zu beißen gehabt. Und GP finde ich... Ja? Ja, und wegen EC, da war da irgendwas ja mit einer Berechnungsphase, die dran hängen geblieben ist. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da war, aber irgendwas war... Irgendwie hat das Sandschild da ein bisschen Zeit geschindet. Und okay, da unten und hängt wieder einer am Mongos-Kopf. Ja. Na genau, was GP angeht, ich finde interessant, dass sie keine frontalen Schilde haben. Und auch das rechte Sidestep-Schild ist auch gewagt, sag ich mal. Ja. Also hier wurde gerade gefragt, wer streamt jetzt auf dem PP-Channel? Wenn alles gut geht, Disco. Also eigentlich wollten wir das auch machen, aber ja. Ja, aber uns wurde dann vor 1,5 Sekunden bei Nachfragen gesagt, dass Disco ja eigentlich heute streamt. Schön, vor allem weil uns vorher gesagt wurde, dass der eigentlich nicht da ist. Ja. Super. Ja genau, also hoffentlich kriegen wir noch eine zweite Sicht. Und Miney muss noch für alles hier aufnehmen, also keine Ahnung. Dann haben wir am Ende 3 Sichten. Ja, also sagt mal, soll ich da gleich bieten? Ja, soll ich für die Aufnahme von Alessio Shader reinschmeißen oder soll ich sie lassen? In der Arena wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Ja, nee, mit Shader ist noch relativ hell. Okay. Ja, ich denke mal, ich stream ohne Shader wie letztes Mal. Genau. Also, 5 Minuten haben wir laut Uhr noch. Ich denke mal, wir pünktlich losgehen. Oder der Server bricht noch 3-mal zusammen, wie letztes Mal. Das ja, auch immer möglich. Aus Tradition geht ja der erste Event-Tag eigentlich immer irgendwie kaputt. Ja. Das haben ja irgendwie alle Server gemeinsam. Am ersten Event-Tag gehen die ersten 3 Files eigentlich tendenziell immer komplett in die Hose. Also was... Irgendeinen Fehler gibt es immer. Das ist einfach Tradition langsam. Genau. Also ja, schreibt mal in den Chat, auf wen tippt ihr in diesem Fight, Elysium oder GP? Fahrt GP, ja. Okay, die wetten erneut Elysium fast 10-mal so viel wie Gurkenparade. Ja. Macht mich leid.
Witzig wär's natürlich. Ja, das muss GP organisiert kriegen. Ja. Also ich würde gerade jedenfalls so, also SFA-technisch würde ich gerade davon ausgehen, dass GP eher aufs Maul bekommen wird, aber ja. Mal gucken. Ah, GP also wenn, waren die mit der IDS-SFA, ne? Ja. Mhm. Ja. Wenn die SFA einigermaßen gut überleben, wenn die eine gute Aufstellung haben, also ich kenne ja deren internen Aufstellung jetzt natürlich auch nicht. Ja. Ja. Ist halt mal gucken, wie gut Elysium ja. Die GP-Aufstellung kennt. Ja. Ja. Und andersherum. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, ist die Dachmassiv brechend? Ansonsten, was schützt das Dachmassiv bei Elysium? Ja. Naja, also. Wir warten. Ja, ich will sagen, GP hat eine vernünftige Chance, solange sie die SFA halbwegs überleben. Okay, die Kommentare werden gerade mal wieder richtig professionell. Techklauer, ja, ja. Techklauer, okay. Sackt Anna. Also Leute, ja, okay. Müsst ihr uns mal erklären. Warum sollte ich Tech klauen? Oder generell, warum sollten wir Tech klauen, wenn wir nirgendwo teilnehmen? Aber nur fürs Klauen, genau. Hat Discord uns beigebracht, wie man das macht. Klauen-Techniker verwenden sie einfach nicht. Das macht einfach Sinn. Das Big Brain Time. Also Teams Tech klauen vorzuwerfen, die überhaupt was, also die was machen, die eine Sache. Macht ja auch schon keinen Sinn, wenn die Teams zu gut sind. Macht auch keinen Sinn. Aber wenn ein Team nicht mal teilnimmt, was macht denn das für einen Sinn? Zensur. Ja. Nee. Google mal, was Zensur ist. Nutzer von diesem Kanal ausblenden. Was ist jetzt Zensur? 1984, ja. Keine Ahnung. Schöner Film. Weiß ich nicht. Nie gesehen. Die Meinungsfreiheit, ja. Die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gibt es bei Jugend debattiert, hier nicht. Hier ist meine Diktatur. Ja. Okay, 2 Minuten noch. Oh, Gurkenparade hat aber erstaunlich viel Wetten noch gekriegt. Ich denke mal, es geht ja, das ist gerade so, also, ich denke. Du denkst? So, ich muss gerade erstmal nochmal Chat-Support machen. Ja. Oder kam jetzt nicht ganz. Ja, das ist dann so, ja, ja. Ja, das ist, wenn man uns kritikunfähig nennt, kann berechtigt sein, aber ich denke... Dann sollte man uns vielleicht nicht beleidigen. Das ist ja ein Punkt. Kritik und Beleidigung ist ein Unterschied. Da ist es jetzt nicht so toll, dass Kalle Stelle letzten Dings unter WGs geflogen ist. Kann man halten von was man möchte. Aber das war keine Kritik, was dann... So was ist dann gar keine Kritik, weil es war einfach dumm beleidigt. Das ist einfach nur peinlich. Lenlungs hat einen Chatbann auf PP bekommen. Ja, also okay. Dafür können wir jetzt aber nichts. Tut mir leid für dich, aber das wirst du selbst zu verantworten haben. Ja. Da krepiert jemand im Hintergrund bei Meini. Ja, irgendwelche nervigen Kinder draußen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt absolut keine Lust, bei der Hitze heute mein Fenster zu machen. Okay, jetzt haben wir 111.000. Ich glaube, das ist das höchste, die höchste Wette, die wir bisher hatten. Ja. Nach dem Punkt, wo erstmal 100.000 aufs eine Team und irgendwie 2.000 aufs andere gesetzt wurden und sehr schmerzhaft war. Sehr schmerzhaft. Okay, Disco scheint komplett am Arsch zu sein. Ja, genau. Worte für die FN gewinnen. Wir gewinnen einfach dadurch, dass alle anderen Teams rausfliegen, weil sie cheaten oder so.
Schön, dass ihr uns unterstützen wollt, aber vielleicht nächstes Mal. Aber Tier 3 mit SFAs, nee. Auf nicht jeden Fall. 100% gewinnen wir hier. Genau. Okay, wir sind eine Minute im Verzug. Wann geht's los? Also das nächste Event-Wargie von uns ist schon geplant. Es wird OP. Genau. Wir machen es einfach wie damals. Wir nehmen das neue Public-Wargie als FN-WG. Ich hoffe, Wartech löscht ihr Channel. Und ich hoffe, du lernst Deutsch. Ja. Nicht so Stonks wie die DR-Wetten, das stimmt. Ja. Aber dafür sind sie ausgewogener. Ja. Und ich denke, der Feind ist auch ausgewogener. Sollte er zumindest. Mhm. Alter, ich mach mal so ein bisschen zu. Sind das Kinder oder ist das eine Katze? So, jetzt haben wir auch ein bisschen Ruhe. Du brauchst kein Deutsch zu lernen. Ich sag mal so, wenn du, wie deinesgleichen es nennt, Kritik vorbringen möchtest, dann ist es immer seriöser, wenn sie auf Deutsch und nicht in irgendeiner Zwischensprache steht. Also Dr. Matt, wir würden gerne mit Disco zusammen streamen, weil ich glaube, Disco hat exzessive technische Probleme gerade. Ja. Geht immer noch nicht los. Statement. Jetzt wird einfach nochmal der Fight gepostet. Ja, das ist jetzt die Sache. Wie viel wetten die noch? Ja, wenn Luffy nochmal 100.000 inflationär rausholt. Dr. Mart, ja. Ich denke, du bist nicht da. Okay, jetzt so langsam hört es aber auch auf mit den Wetten. Okay, es wird gefragt, ob sie sind immer noch nicht ready. Jungs, was macht ihr denn da? Ich würde einfach mal wetten, SFA einstellen oder sowas. Ja, so eine Hebelwand. Irgendein türkischer Kommentar. Nee, polnisch. Irgendwas. Naja, so kann man genauso wenig Kritik vorbringen. Bitte Deutsch reden auf dem Kanal. Zum Besten aller. Fragen wir mal einfach den Google Translator, was heißt das? Sprache erkennen, Deutsch. Okay, GP scheint ready zu sein. Also er hat gesagt, warum sollte ich Deutsch lernen, wenn seine Muttersprache Polnisch ist? Ja, schön. Damit du, wenn du uns beleidigen willst, das wenigstens in der richtigen, also in einen Satz machen kannst, der sowohl richtig ist, als auch den wir verstehen. Genau. Was? Lies jemand gegen Kiefer.
So läuft das. Ja. Intense Fight, genau. Ja, also ich glaube, das war ein neuer Rekord. Stimmt, ja, man kriegt unsere Wetteinsätze. Oh, ist nochmal gestiegen. Inwiefern beleidigen wir uns selbst? Ist mir an diesem Punkt eigentlich egal. Ja. Also akuter Part von Selbstironie ist in der Tat dabei, aber ja. Da hat jemand Wolufens League Skins gekauft. Ich würde eigentlich gerne wissen, wer dieses Team-Logo von Elysium designt hat. Das sieht ganz cool aus. Und ich möchte nicht wissen, wer die Rückseiten von den GP-Borgs designt hat. Also ich würde wetten, Verteidigungstyp war es nicht. Maybe auf jeden Fall auch nicht. Wir konnten nicht anders, aha. MCT und T-Craft haben wir wieder. Ja. Wäre nichts Neues. Also falschrumes Warrior hatten wir noch nicht, das wäre was Neues. Also diese FN jedenfalls. Ja, genau. Ach, der Pisten muss noch richtig einfahren, okay. Asomgus. Auch eine neue Schreibweise. Glock muss die Pistons in der richtigen Reihenfolge einfahren. Okay. Link nach SFA einstellen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sagt ihr gleich, wird das Server nochmal neu gestartet, müssen wir nochmal 10 Minuten warten. Oh je. Weil der SFA mit Glock auch interessant klingt. Es ist halt eine 39 Tick SFA. Wer fällt auch das Starterglied? So. Jetzt frage ich mich aber doch, warum verbaut man Melonen? Warum nicht? Keine Ahnung, komischer Block. Na gut, was dies gewurschtelt ist, möchte ich gar nicht wissen. Ich guck mal, wie es gerade nebenbei auf dem PP-Stream läuft. Ob der überhaupt läuft? Bei aktive Zuschauer. 10 Nachschams. Ach, guck an! Disco-Wüste hat anscheinend ein neues altes Stream-Overlay wieder. Cool. Und immer noch kaputt. Okay. Man sieht immerhin was. Ein Zuschauer, krass. So. Hier werden sich die Hände noch geschüttelt. So. Oh, 130. 130. Das ist sick. Elf Minuten sind es schon.
Also die warten alle noch, bis Disco fertig ist. Erstmal gleich Admins nerven, ne? Wann geht der Fight los? Arena freigegeben, sagen sie. Das glaube ich auch wieder ein Fehler. Ah. Man kann abhauen. Oh je. Wir haben uns 20 Euro gezahlt. Wir müssen da nicht ein bisschen Kanonen. Wieso habe ich das Gefühl, dass da gleich schon Kanonen vorbeladen sind? Ja, genau, 40 Euro, dass man mal einmal Kanonen vorbeladen darf. Wenn es so weitergeht, kann man ja noch mal kurz auf den Turnierplan schauen. Der zweite Halbfinalfight ist Happy End gegen Eclipse. Auch, denke ich mal, interessant. Arena gesperrt zweimal. Okay. Jetzt wird nochmal gefragt. Ah. GP sagt ja. Mal gucken, oh, was. Nein. Ja. Jetzt sagt GP auch nein. Ja. Daraus besteht die FN heute. Einfach nur Leute, die fragen, seid ihr ready? Und alle sagen immer nein. Der Kommentar von TD einfach super auch. Wenn man dann Duni. War das nicht schon mal so in der FN? Ja, das war sie dann. Ja, jetzt ist die Frage, wer steht da unten in der Mitte und ist AFK? Janujai. Okay. Okay. Erstmal medizinische Conditions geleakt. Elysium Ready sagt ja, okay. Und es geht los. 131.000. Und es ist zumindest keiner in der Mitte stehen geblieben, das ist gut. So. Okay, ja. 40 Sekunden. Mal so gucken, dass ich den IDS-SFA und den normalen SFA-Schaden raufkriege. So, ich warte gerade mit F3, gleich sollten die Entities massiv hochgehen. Stimmt. Ui. Da gehen sie hoch. 500, 600, 700, 800 und jetzt gehen sie schon wieder runter. Die dritte Sekunde, 2. Oha, oha. 1. 200 hat TPS zieht. Und durch. Arena freigegeben. Da ist der erste Stichschaden. Da kam der erste IDS, zweiter IDS und ein Toter schon bei Elysium. Ja. Mehr nicht? Elysium hat jetzt viel gefressen. Oh, jetzt lädt der Schaden, jetzt lädt der Schaden. Elysium hat sich 1, 2, 3, 4 IDS sehe ich bisher. Und noch ein Toter bei Elysium. Sechs Stück, ich sehe 6 IDS auf dem Dach. Okay. Ja, und hier vorne die. Oh ja. Interessantes Schadensbild, der 8-Loch. Der eine hat ein bisschen gefailt. Jetzt kommt mal, Stiche. Ich denke mal, da ist dann der Dings eingeschlagen. Kann ja sein, dass die noch nicht alle raus sind bei Fightbeginn. Ah, hier sind die, okay. Schwer zu sagen, wer jetzt mehr aus Maul bekommen hat, aber also Elysium hat 2 Tote. Ich hätte wirklich erwartet, dass das fataler für GP ausgeht. Ich auch, ja. Also ich denke mal, das wird jetzt ein recht interessanter Fight. Mhm.
Und da kommt noch eine IDS. Ne, war eine Backstep. Oder doch IDS, okay. Ja, hier ist der Schaden. Elysium hat mittlerweile ganze zwei Stiche in der Front. Dafür sieht das Dach aus wie Schweizer Käse. Es sind drei. Noch einer. Vielleicht. Elysium gibt keinen Schuss ab. Und wird jetzt weiter gesmartied. Ich hätte überhaupt GP werden sollen. Der MVP-Stream wird jetzt immerhin beworben. Ja, Disco lebt ja jetzt auch wieder. Ach so. Also er erklärt gerade, warum sein Mikrofon, also dass sein Mikrofon gerade explodiert ist, gefühlt. Okay, schreib mir mal, was er herkommt. Ja, ich mal kurz. Okay, GP schießt zurück. Und IDS in GP drin. Also Elysium scheint eine IDS gefunden zu haben, die noch funktioniert. Aber ich denke, jetzt müssen wir erstmal ein paar Leute umbringen. Ist interessant, ich glaube, GP hat hier vorne eine Sidestep durchgejagt, damit das Sandschild runterfällt. Hey, vorne ist die IDS, die nur lebt. Jetzt haben sie versucht zurückzuschießen. Mal gucken, ob die jetzt beschädigt wurde. Sieht so aus. Da stehen zwei. Mal gucken, ob sie gleich einen Schuss abgeben. Und sie scheinen noch funktioniert zu haben. Ja. Haben die jetzt zwei mit derselben Idee, also mit der Idee selben Loch geschossen? Glaub schon, ne? Ja, der Schaden ist größer geworden. Hm. 1000 IQ, genau. Oh! Ah, hat aber auch nicht getroffen. Also die ja. Hier vorne lebt noch. Was ist Sidestep? Hat was von Schiffe versenken. Ja, genau. Der ist aber auch gefailt, der IDS. Okay, Schwenkstich ging hier rein. Oder Flugstich vielmehr. Ja, sie schießen echt zweimal rein. Ich glaube, das sind einfach keine One-Hit-Downsteps. Doch. Nee. Oder beziehungsweise der eine Schuss hat es zumindest nicht gemacht. Der ging nur halb runter. Ich glaube eher, dass die broke sind oder sowas. Na. Da unten laufen sie jetzt alle durch den Schaden durch. Vielleicht hier rechts. Obwohl, nee, die Sidestep lebt nicht mehr. Ich habe das Gefühl... Das Verteidigungstyp. GP soll Schuss abgeben. Oha. Ich glaube, na, GP könnte noch was haben oben. Ja. Ja, da läuft einer gerade zu der Smarty hin. Mal gucken. Ja. Der läuft ja nur rum. Ja, die Smarties sind, glaube ich, broke bei denen. Eine Sekunde schreiben sie. Noch ein IDS. Na, der ging jetzt weiter. Ja. Also. Okay. Vielleicht einfach gerade was falsch beladen oder so oder falsch angeklickt. Oh, und Verteidigungstyp ist tot. Okay. Ja. Einfach tot. Tot, ja. Boah. Und GP soll nochmal einen Schuss abgeben.
eine Minute, sagt er, okay. Jetzt wird Elysium schon in Hex bezichtigt. Also ja, am Anfang dachte ich echt, das hat GP doch in der Tasche jetzt, aber unerwartet. Also eigentlich erwartet, aber dann doch unerwartet. Okay, Maybe sagt, sie sind noch nicht Tech. Mal gucken, so viel Zeit haben sie nicht. Unten stehen sie. Und sie schießen und es hat einfach nicht geschossen. Sie beladen nochmal. Wird schon mit Bogen reingeschossen. Also, das, was mich bei der FN hier gerade aber auch wirklich freut, ist, dass die SFAs ein... Oh? Ist da... Die schießen gerade irgendwie mit einer halben Static oder so. Und sie haben Schuss abgegeben bekommen. Ja. Was mich bei der FN hier gerade wirklich freut, ist, dass die SFAs zwar kampfrelevant sind natürlich, aber keinesfalls komplett kampfentscheidend, dass man halt nicht nur wieder mal 2-12 Lost hat und fertig. Und Yuya ist gestorben. Ich glaube, sie könnten jetzt ihre halbe Lupf, was sie dann auch hatten, beschädigt haben. Und sie werden noch gebow-spammt. Also GP ist sehr in der Bredouille. Bredouille. Dummes Wort. Ja. Naja, also ich glaube, wir hatten einen einzigen Fight, wo tatsächlich direkt... Obwohl, nee, das war der erste, der wurde wiederholt. Der Elysium gegen EC. Sie haben keine Chance, und Lukas will, dass sie nochmal schießen. Ja klar, ich ich glaube, die ist davon, echt kaputt jetzt. Ja, ich gehe mal von aus, da wird Redstone runtergeschmissen. Lukama ist da oben, vielleicht repariert er jetzt. Lukas hat nicht hingeguckt. kannst du sie einfach so lange mit der Sticht da reinbördern, bis sie da irgendeinen Redstone wegreißen? Ja, ja. Das ist natürlich auch eine Idee. Dann will ich hoffen, ihr habt TNT-Kisten verbaut. Karma macht jetzt Bow. Will sofort Schuss abgeben. Okay. Ja, guter Bogenschuss, genau. Wurde nicht spezifiziert. Nochmal so einer. Warte doch mal, ihr seid weniger parteiisch. Aha. Also parteiisch nenne ich das jetzt nicht. Und jetzt... Ah ja. Du musst Elysium nicht auffordern, Schüsse abzugeben. Das tun sie die ganze Zeit. Ja. Yeah. Muss ja auch irgendeinen Grund geben, warum die nicht schießen wollen. Abgesehen davon, dass die Kanone jetzt vielleicht nicht gerade für den immensen Schaden bekannt ist. Erinnert mich jetzt an Dark Revolution, ne? Ja, wir sind nicht Techco, wir wollen aber einfach nur nicht schießen. Nee. Also ich glaube, GP... Sieht so aus, so wie die da mit so vielen Leuten rumrennen, glaube ich, die bauen da um. Ja, die bauen die Kanone an. Und direkt ein Toter, okay. Ich frage mich, wo Seefehler ist. Ich glaube, der ist hier oben noch oder so. Ah ja. Das war's, sagen sie, okay. Sie schreiben GG. Ja, dann GG oder so. Ja. Genau. Also dann sieht's aus, als hätte Elysium gewonnen. Ich kriege also doch Geld wieder. Ja. Okay, interessant. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall GP, Spiel im Platz 3. Und Elysium ist im Finale. Ja. Und ich habe 427 Planets gewonnen. Ui. Ja, ich habe auch 427 gewonnen. Discord hat tatsächlich was geschrieben. Discord GG geschrieben. Disco lebt noch. Yay. Das ist gut. So, 5 Minuten, dann müsste der nächste Fight losgehen. So, sehr cool. Der nächste Fight, wann der losgehen müsste, sind sicher 5 Minuten erst? Also, Planung ist um 30, geht wahrscheinlich dann nochmal 10 Minuten später los. Event, Finalphase? Ja, Tatsache. 30. Sehr schön. Dich eigentlich sofort starten. Eigentlich ja. Aber dann ist wieder ein Team nicht da oder so ein Käse.
Hier schreibt gerade noch irgendwer über MyPlayPlanet-Account bei Disco in Stream, bitte nicht in die WGs fliegen. Dieses Mal sitzen wir nicht. Das ist nicht Kaltenstein. Ja. Disco ist an allem schuld. Okay, mal gucken, ob die Arena noch geschlossen wird oder ob die jetzt einfach hier bleibt. Aber ich denke mal, die Borges haben beide ziemlich gut gefressen. Gucken wir mal hinten drauf. Oh ja, hier hat sich was gefetzt. Das ist schon Kaltenstein. Okay. Weg. Also das hätte sehr ambivalent ausgehen können. Okay. Also ich hätte tatsächlich bei dem Fall jetzt erwartet, dass es irgendwie für eine der beiden Seiten deutlich, deutlich eindeutiger ausgeht. Waren sich wohl doch sehr ebenbürtig. So, und ich würde auf jeden Fall sagen, die beiden eher unterlegeneren Teams gegenüber denen, die wir gerade gesehen haben. Aber ich kann auch nicht sagen, wer davon jetzt besser aufgestellt ist. Die haben beide eine ziemlich gute Performance hingelegt. Waren, glaube ich, die Zweitplatzierten dann in ihren Gruppen. Ach, wurden gerade alle hochgezogen? Wo hochgezogen? Oben du? Auf das Rennendach oder hatte ich gerade einfach nur... Also nicht. I don't know. Funktioniert der Teleporter eigentlich? Für uns nicht. Verdammt. YouTuber brauchen mehr Rechte. Also mindestens sollte schon mal Anti-World-Downloader aus sein. Und so. Auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, brauchen wir nicht viel mit Disco. Seit der SWWGL generell in MC, weil PC rumspinnt. Hä? Also, ich würde schon sagen, dass es eine lange Zeit ist. Es war Herbst? Weihnachten? Ja. Wann war das? Ja. Länger her? Wir haben es doch gestreamt, warte mal. Jetzt gucke ich das nach. Ja. Also ist schon her. Also ja, dann ist man vergleichsweise lange inaktiv. Also schon länger inaktiv auf jeden Fall. Mein Effekt gerade auf, kannst du mal den Stream von gestern verplaylisten? Ja, dann mache ich nachher. Es fährt hier immer im Rollkoffer rum. Ah ja, genau, setzen. Happy End Today Clips. Ist eigentlich schwer zu sagen. Ich sag EC und setz einfach mal 2000. Ich setze auf Happy End. Also das könnte jetzt tatsächlich ein sehr spannender Fight werden. Ja. Jetzt war die WGL-Lobby noch da. Arena frei eben schon wieder. Also wir haben anscheinend wieder Management-Probleme. UPS-Service, ihr Paketbote des Vertrauens. Was? Ein Disco-Wüste-Stream? Der gut ist. Ah, aha. Ja, ja. Das ist aber nicht unser Link. Das finde ich auch nicht gut.
Okay. Alter, 18.000 auf Happy End, 52.000 auf Eclipse. Es sind 131.000. Schon wieder Arena Frame. Was ist da los? Arena gesperrt. Oh je, Devs, was habt ihr getan? Schreiben alle ja. Also die Wetten stehen dann doch eher für EC wieder. Ja. Ja, ihr wisst ja noch, wie der erste Fight ausgegangen ist. Also das Vertrauen in EC könnte auch nicht belohnt werden. Aber ich weiß es echt nicht. Ich denke, das ist mit der spannendste Fight. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht wird sie auch ganz schnell entschieden. EC hatte eine 8 Loch, ne? EC hat 8 Loch, meines Wissens. Also müsste, ja. Ja. Und Happy End waren. Nee, das war gar nicht Happy End, das war Fass mit diesen beiden. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was Happy End für eine hatte. Keine Ahnung, hab ich kaum drauf geachtet. Oder waren das die, die einfach nur eine One-Hit hatten? Keine Ahnung mehr. Wer ist das einer hier? Schreibt mal in die Kommentare. Alternativ wäre der Live-Chat natürlich auch eine Idee. Ja, Live-Kommentare, Live-Chat, weiß ich nicht. Schreiben wieder Leute an auf Discord. HP hatte ein 8-Loch, auch. Okay. Dann mal gucken. Jesse streamt auch. Interessant. Ja, wir haben es langsam gerafft, dass ein Fight ist. Ja. Danke, P-System. Schon 86.000, Mensch, sind immer noch 50.000 zu wenig. Fünf Blöcke lange Achtloch kommt hin. Okay. Kann sein. Joseph Chovronek, ich weiß nicht, je nachdem wie weit du schon fortgeschritten bist, wir haben einige Tutorials hier auf dem Server, komm mal gut rein mit. Und es gibt auch von anderen Leuten Anfänger-Guides dazu. Ja. Mhm. Eistee? Oder was? Apfelschorle. Ach so. Okay. Immer noch nicht ready. Immer gut. Es wird sich gestritten, ob die 8-Loch 5 Blöcke lang ist oder nicht. Wird man wohl nie herausfinden. Also wenn man das so von der Rückseite sieht, würde ich schon eher sagen, sieht nicht so wirklich danach aus. Weil hier so mal mit den Teppichen, das geht da relativ weit rein. Ich würde einfach mal wetten, das ist 8-Loch-Technik. Also du sollst da jetzt vielleicht nicht zu genau reinfilmen, aber ich gehe davon einfach mal aus. Und wenn das Ding doch 5 lang ist, dann auf jeden Fall Props, dann habt ihr aber wahrscheinlich keine andere Kanone hinten sitzen.
So, und das passiert, wenn man einen Alex-Skin kreiert, aber dann auf einen Steve-Skin applied. Macht sowas nicht, seid nicht wie Julia. Der Abschlusspunkt ist vielleicht in den letzten Blöcken, aber eine schnelle 8-Loch kann nicht 5 lang bauen. Weil du was sagst. Der Letrogi hat schon ordentlich Ahnung. Ja, ich nicht. Ich verlasse mich da mal drauf. Weißt du, wie schnell die ist? Es wurde tatsächlich drüber gesprochen, gestern zumindest. Ich weiß es nicht. Okay, der Wettpot ist geschlossen und der Counter hat begonnen. Also auf jeden Fall nicht allzu langsam. So. Also auf jeden Fall hier ist alles offen. Also ich glaube, die von EC ist deutlich schneller. Die ist auf A. Ja. Also EC hat ja meines Wissens nach Halbtick SFA. Ach so. Nee, eine 8-Tick Halbloch hatten die. Mindestens, stimmt. Okay. 4 Sekunden. Es hält bei 4 Sekunden, oh je. So einen großen Lag hatten wir noch nicht. Okay, das ging flott jetzt. Cobra Alpha ist tot, okay. Beide haben ordentlich Schäden gefressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löcher bei Happy drin und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher bei EC. Die von Happy ist vielleicht sogar, also Nitro-G schreibt, die ist wahrscheinlich sogar auch halbtick. Also, so wie die Schäden durchgekommen sind, würde ich jetzt auch einfach mal raten, dass es halbtick ist. Oh, der ist auch nicht vollständig. Er schreibt auch, die EVDC ist tatsächlich langsamer, okay. Okay. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass die SFAs beide gerade das gleich schnell sind, oder zumindest, weil die Sache ist halt... Hier fliegen schon EDS. Es sind halt relativ viele rausgekommen, also es war sehr ausgeglichen, die SFAs, also ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass die eine ähnliche Geschwindigkeit hatten jetzt. Und mehr Gebacksteppe, oder? Wo ging der rein? Hier ging der rein. Relativ ineffizienter Schuss. Aber hier ist Endstone ausgelaufen. Hier kam ein Sidestep durch. Und hier unten auch. Okay. Und noch einer. Das war knapp für Jero. Ich glaube, für EC sieht es gerade echt böse aus. Ja. Und noch ein Sidestep. Die werden absolut durchlöchert. Oh, 2 Tote. Oha. Ich glaube, okay. Hier ist was hochgegangen. Das sieht böse aus für EC. 3 Leute leben noch. Und Happy hat immer noch alle. Hoppala. Die von EC läuft auf Halbtick. Nein, okay. Es wird sich viel über SFAs gestritten. Ja, aber Letro-G ist ja, glaube ich, in EC, ne? Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, Team Info EC. Da war der da nicht zumindest mal drin. Das weiß er mit Sicherheit, sagt er. Okay, noch einer. Also ja, SFAs haben beide gut ausgeteilt, aber EC scheint schwerer getroffen geworden zu sein. Wenig IDS. Eigentlich gar keine. Oh, ich gehe. Und Jero ist tot. Okay, das Oha. Sieht böse aus für EC. Jo. Das sieht richtig böse aus. Ja. Ein Sidestep, oha. Ich glaube, die haben gleich ein Also ich glaube, die haben mittlerweile sogar schon ein gewaltiges Problem. Ich denke, ich weiß nicht, wo die noch Kanonen haben könnten. Vielleicht da oben. Aber da ist auch ein Sidestep drunter, also wahrscheinlich nicht. Ist gerade nach vorne gerannt hier, vielleicht ist hier noch eine vorgelagerte Lupfkanone oder so. Also in der Mitte könnte... Oh, da hat sich was gejagt. Das war da Leto. Okay, Gehfehler. Also theoretisch haben die noch einen Platz, wo eine Kanone sein könnte, aber
Ich gehe mal nicht davon aus, dass da noch eine ist. Und sie schreiben GG. Okay, also dann wird das wohl geklärt. Krass. Also, ich glaube, das ist auch ziemlich großer Wettgewinn für die, die auf Happy gesetzt haben. Und Gefil ist noch gestorben. Oha, oha. Ja, also auf jeden Fall GG. Den Fight hätte ich tatsächlich anders erwartet. Und ich habe über 1600 plus gemacht. Hätte ich mehr wetten sollen. Ja. Das verdiene ich doch noch Geld heute. So, also, und jetzt haben wir natürlich Finalisten. Ja. Also, wir haben ein Happy End gegen ein Elysium. Schwer also zu sagen. Der Vorteil ist jetzt, das haben wir noch gar nicht gesehen, weil es sind ja jetzt Finale und im Kampf um Platz 3 immer ein Team aus Gruppe A und eins aus Gruppe B. Ja, also nur neue Fights heute. Und wir haben ein EC gegen GP. Das könnte auch noch interessant werden. Also EC gegen GP, da würde... Ja, schwierig, ja, aber... Ich glaube, da tippe ich auf GP. Das sehen wir als nächstes um 18 Uhr. In 20 Minuten. Vielleicht wird es vorgezogen. Mal gucken. So. Ich habe Alessio gesagt, es ist circa 20 Uhr wird Finale sein, oh je. Ja. Nee, gar nicht Alessio, sondern Mr. Walking habe ich das gesagt, oh je. Oh Gott, du Trottel. Ich habe nicht auf den Plan geguckt gehabt. Ich dachte, dass... Also, wenn der hier heute Abend auf dem TS sitzt, ich richte den an dich weiter. Ich leite an dich weiter. Nee, da bin ich nicht da. Ich muss auch Abi-Bucheinträge schreiben. Klingt unnötig. Okay, Letrock war mal in EC, aber ist schon ein bisschen her. Ja. Okay. So aktuell ist mein Wissen über die Teamaufteilung hier aktuell. Summon Kaltenstein bei Lukas. Ja, wir wurden jetzt auf einen anderen Arenen-Server verschoben. Ah, GP gegen EC. Platz um Kampf 3, genau. Kommt hin. Ja, also. Ohne Pause. muss so. Ja. Gebt uns bitte 10 Minuten. 10 Minuten. Wieso? Ist Dienen wieder auf Klo oder was ist los? Okay, sagen jo. Wir starten um 18 Uhr. Okay, müssen wir 15 Minuten killen. War Kante überhaupt mal da? Fällt mir gerade so spontan auf. Kann es sein, dass Kante gar nicht da war? Gestern war auf jeden Fall nicht da. Ich weiß nicht, ob er jetzt da ist. Nö. Sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, hatte Feiertyp nicht gesagt, dass er bei ihm hinten drin sitzt? Nee, Sebi und Bashman sind bei Feiertyp. Stimmt. Sagen wir eigentlich einen FN-Log gepostet. Der war witzig. Okay, Gurkenparade hat noch gar nichts gesetzt bekommen. Okay, ich setze auf Gurkenparade. Da setze ich auch Gurkenparade. Das will man ja wirklich nicht, ne? Das wäre dämlich. Das wäre nicht dämlich, das wäre schon wieder. Das wäre... Ist ja so, alle paar dritten Platzfights gibt's da ja so was Tolles immer. Ah. Okay, mehr Leute sitzen auf Guckparade, sehr schön, finde ich gut. Auf wen hast du gesetzt? Ich habe jetzt einfach mal auf GP gesetzt, in der Hoffnung, dass sie jetzt einen Troll können. Dass sie jetzt irgendeinen Troll hier machen. Also, dass sie die Teams gerade absprechen und dann irgendeinen Mist machen halt. So zwei Projektile oder sowas. Aber ich würde den Fight schon gerne so sehen, wie er ist. Schon.
37 Planets schenken. Ja, nee. Musste dazu sagen, um FP zu gründen. Dann schenkt dir das jemand, Verteilungstyp. Jetzt GP nur zu dritt. Mensch, ich hoffe, da kommen noch welche. Nicht im Ernst. Also, wenn man Geld braucht, im Zweifel mal Lufen fragen, der macht wie eine Inflation. Jetzt wollen sie einen Rip for Disco. Irgendwas ist mit Disco passiert. Ja, Rip for Disco. Bitte. Das verschenkt doch kein Geld. Der hat doch nix. Einfach RIP schreiben. So. Also ihr müsst wissen, Kaltenstadt ist einfach Fan Nummer 1. Nee, der Stream ist einfach langweilig mit uns nur. Auch? Nee, wir mögen Disco natürlich alle richtig gerne. Okay, Gurkenparade hat auch 15.000 schon gesetzt bekommen. Naja, dafür haben wir ja Mittwoch einen Premium-Gast. Stimmt. Das können wir den Alessio machen und einfach mit dem Leitschau rumfliegen oder so. Ja, wieso eigentlich nicht? Nee, oh nein, geht gar nicht, Menno. Das geht, glaube ich, erst bei Fightbeginn oder so. Schade. Oder außerhalb der Arena, mal gucken. Ist er nicht. Sind da die Inventarbeschränkungen aufgehoben? Ich meine, bauen kann man da ja theoretisch auch. Ich glaube ja. Man kann ja auch so nichts in Kisten. Wait a second, hier steht die Arena noch ein zweites Mal. Wo bist du? Bisschen rausliegen hier. Jetzt gehen wir auf Erkundungstour. Ich finde nicht. Was hat er da geschrieben? Etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Aus Perspektive eines Profis. HPY maximal eine 1,5 bis 2 Tick SFA. Bedingt durch die Bauweise. Jetzt hat die halt Tick 8 Loch geschätzt. Erst Zündungsphase 2,5 bis 3,5. Achso, das Stream ist nicht langweilig. Ja, das ist schön. Okay, will ich hoffen. I back to. Oh, Leute, ich weiß. Oh Gott. Ist ja echt eine zweite Arena. Also, wir haben gestern halt den ganzen Tag irgendwie auch teilweise noch nach Secrets gesucht. Jetzt haben wir eins gefunden. Die Arena. Ja, eine ganze andere Arena, genau. Das ist das Secret. Ja. Das ist die mit Lichtbugs, genau. Also kein ATSC-Läufer irgendwie mit... In der Wohnung von Lufen drin? Genau. Das ist ja tatsächlich eine 1,5-Tick. Mhm. Die Weebs im Chat nehmen Überhand. Aber du bist doch nicht im Chat. Auch ohne mich tun sie das schon. Gerüchte besagen, da hat sich Kaltenstein wohl gerade kurzfristig gemutet. Zu spät in Klammern. Ja, Ripper. Hier will irgendwer was übermalen, keine Ahnung. Dann wirst du einfach von Real-Life-Menschen gemobbt. Ist unmöglich, ne?
Yap ist bedingt durch die Bauweise ein Carpet Drop gegen Push maximal 1,5, weil Pistenkette maximal 1,5 Tick laufen kann. Ja klar. Klingt logisch. Ja. Pisten kann ja nur, ja. Also Pisten braucht ja 1,5 Tick zur Auswahl, für die, die es tatsächlich nicht wissen. Was eigentlich alle wissen sollten, aber. Und ja. Dementsprechend nach so einem Standard einfach zusammenschieben, Dings, das geht dann auch nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Schnellere SFAs sind dann ein Haufen Bugs mit einem Haufen Features. Mit einem Haufen Hobbylosigkeit. Ja, wenig zu tun ist jetzt. 18 Uhr immer noch. Hoffen wir alle, dass GP rechtzeitig da ist. Ja, fehlen noch ein paar Leute, so ungefähr 3. So ungefähr 3, ja. So muss maybe einspringen. So, maybe ist richtig OP im Kanonen beladen. Hab ich auch gehört. Ich finde es immer noch cool, dass Lufen immer seinen YouTube-Skin anhat, als würde er streamen, tut er aber nicht. Der Arsch. Das finde ich so doof von ihm. Die Disco klaut anscheinend wieder Technik. Schon wieder? Ja. Dann liest du den Stream mit, oder was? Ja, ich habe gerade mal rüber geguckt. Macht er wieder... Ist er wieder in Hall of Fame unterwegs? So. Machen wir rein. Auch eine Option, einfach im Stream einen anderen Stream gucken. Anti-Disco-Plugin wird hier schon gefordert. Nee, das ist MC. Der hat Anti-Disco-Plugin bestimmt schon organisiert. Ah. Also, aber es ist ja MC, also wahrscheinlich dann 2 Minuten vor der FN. Okay, jetzt fliegt der echte Nuages rein, ja. Wie war das nochmal? MC TNT Crafter, der Kampfleiter für den Fight um, was war das, 17.30 Uhr, informiert sich um irgendwas, was war das, um 17.29 Uhr, wie man einen Fight startet und leitet. Guckt euch einfach nochmal den Fight Night Log von der letzten FN an, der war Premium. Bei Teams Ready wird gefragt. Oh, guck mal, die GP-Leute sind auch da. Also, sieht gut aus. Unmöglich. Sofort dagegenhalten. Maybe kriegt einen Chat-Bann. RIP. Cool. Ah, warum? Achso. Sie haben beide gesagt, sie sind ready, aber der Countdown startet nicht. Was ist denn das? Erinnert an leichte Gyasa-Moves, wo dann
random Leute im Endeffekt im YouTuber-Rang rumgelaufen sind und auf dem TS und Gyarados das nicht mehr entfernen konnte. Okay, morgen wird's weniger heiß. Danke dir dafür, Wetterberichts-App. Warum wir das jetzt noch abwarten mussten, keine Ahnung. Letzte Wetteinsätze, 66.000. Scheinen weniger, gewillt sein, weniger auszugeben für den Platz, Kampf um Platz 3. Den Platz um Kampf 3. Ja. Siebzigtausend nun. So. Und die meisten liegen tatsächlich auf Eclipse. Ja, aber GP hat uns ja auch schon. Ich hab gesetzt auf GP, okay. Also GP war ja auch schon im letzten Fight erstaunlich hartnäckig. Wir werden sehen. Und sie schreiben ready. Nochmal. Ich hab jetzt einfach mal auf GP gewettet, weil ja, warum nicht? Wann geht es los? Eigentlich um 18 Uhr. Also jeden Moment. Eine Holpe ist da. Wie man es nimmt. Schönes Fachsimpel, ne? So, gestern ist EC noch ein wenig ins Detail gegangen, was die Prinzipien ihrer SFA angeht. Also ich denke mal, so viel kann man sagen, es ist keine normale Achtloch. Die letzten paar Zuschauer von Wort, ich können gerne noch herkommen. Ja. Vielleicht mal bei uns auf Discord eine Ankündigung machen, oder? Kannst du auch machen. Alles auf DR. Klingt gut. Und in 30 Sekunden geht's los. Gefragt, Mods auf YouTube. Ja, Chor. Ja, genau. Und uns beide, wenn wir selbst nicht streamen. Ja. Ja. Und ja. Ist Jesse Mod? Nee, ne? Nee. Okay. Ich glaube nicht, oder? Oder ist Vio Mod? Nein, definitiv nicht. Okay. Ja, weiß man ja nicht. Also, in erster Linie mache ich ja auch gerade die Moderation, wenn irgendwas ist im Chat. Okay, jetzt kommen hier die ersten SFA-Schüsse bei GP rein. Oha, das sieht gut aus. Und die IDS. Oh ja, Sehfehler ist tot. Ja. Ah, die. GP überfliegt Actiony, wann? Okay, jetzt hat ein Frontalschuss. Und noch einer tot, X-Entray. Also GP, enttäuscht mich.
Okay, GP macht vor allem IDS-Schüsse. Naja, also bei der IDS-SFA ist die Taktik, glaube ich, schon relativ klar. Ja, gut. Noch einer. Aber weißt du, so eine Taktik verstehe ich dann auch nicht ganz. Warum hat man so viele... setzt man so viel auf IDS, wenn man keinen Massivschild frontal hat, so. Oh, Janok ist geschoben. Das hat sich so angehört, als hat sich was gejagt. Okay. Schon wieder, was ist denn da los? Rohrkrepierer hier. EC kriegt gerade Aua. Ja. Also der Fight ist noch nicht vorbei. Ja, der Fight ist... Also es haben auf jeden Fall schon beide gut, also gut kassiert, aber ich glaube, ist so... Sidestep und IDS wird hier abgefeuert. Wirkt so, als würde EC so langsam wieder in Kampf kommen. Mhm. Am Anfang haben die halt von der SFA vor allem ziemlich gut gefressen. Was war das da? Das hat absolut gefailt. IDS tauschen sich aus. Oh, da Ober ist Alpha tot. Gestorben. Okay. In diesem Verabrechen ist Bomb und Pone keine Schilde. Und Tokama auch noch tot. Okay, GP hat jetzt noch 3 oder 2? 3, okay. EC noch 4. Da hat sie nochmal wer erklärt. Wo jetzt? Das wäre erklärt, die meisten SFA sind brechend und einfach nach vorne keine Schilde braucht, war halt eigentlich tendenziell sowieso alles bricht. Ja, der einzige Der einzige Vorteil ist ja effektiv an Schilden noch, dass manche Leute noch auch wirklich was rauslassen, aber das ist. Und Verteidigungstyp auch noch tot. Okay. Also spätestens bei manuellen Kanonen lässt es eigentlich mittlerweile, habe ich den Eindruck, jedenfalls kaum noch wer überhaupt irgendwas raus, wenn da kein Massiv ist. Jungs, wir brauchen die Planets. Okay. Da denken viele einfach nicht dran. Ja, sieht nicht gut aus für GP. Ja. Oh, perfekt. Schon so eine runde Zahl. Ja. Hm? Was für runde Zahl? Ja, beim Wetten. Ach so, oh ja. Eine runde Zahl, obwohl es zweimal komplett krumme Zahlen sind. GP, bitte Schuss abgeben und sie schreiben GG. Ja. Okay. Okay, Seems Tech-K.O. Wobei, Mist. Theoretisch könnte auch sein, dass die unten vielleicht einen Lupf oder so rumgammeln haben, aber... Da, wo sie letztes Mal welche hatten, sind Stiche drin und hier unten läuft Wasser aus, also... Ha. Viel wird da nicht mehr sein, selbst wenn da noch was ist. Danke Musik, dass du einfach rausgehst. Da ist gerade nochmal ein Sidestep durchgefliegert. Und Julia ist auch tot, ja. Julia ist das tot. Ist vorbei. Ja, Tech-K.O. schreiben so. GG. Okay. Ja, okay. Na also. Dann GG. Gehen. Und Arena gesperrt. Okay. Mein armes Geld. Ja, meins auch. Ich habe an euch geglaubt, GP. Hm. Okay, das heißt, wir haben einen Drittplatzierten und der heißt Eclipse. Herzlichen Glückwunsch. Das kann ich, wie viel kriegen die dafür? Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung. Ist auch gut. Plus 15.000. Oh Gott, Lukas. Stonks, ja. Okay. Dann ist es jetzt erst 5 nach. Das heißt, wir müssten 30 Minuten also warten auf den nächsten Fight. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hau gleich einfach nochmal das, was ich noch hab, auf Elysium und dann ist gut. Ja, und dann verliert vielleicht. Elysium oder so. Kann immer sein.
Oh, ist noch keiner drauf. Elysium gegen Happy End. Warum ist da ein Glasblock? Wollte Hilfe. Schon schlimm. Ja. Würde ich sagen, das ist illegale Extrapanzerung, die sich nicht ausfahren kann. Stimmt, ja. Würde ich disqualifizieren. Hilf mir, ihn zu zerstören. Slash Bad Illy 5000. Enttäuscht mich nicht, ich will Geld. 6000 auf Elysium, ja. Enttäuscht mich auch nicht. Ja, bitte Ninja gegen der Typ ist in der Kirche. Aha. Okay, Team Blau ist weg. Schön. PX420, mal wieder Schluss am Babbeln. Wer ist PX420? Der Typ, der die ganze Zeit im Chat rum kommentiert. Ist der nicht eben anders? Oder habe ich das einfach überlesen? Ja, Fault hier. Bei Happy End gegen Eclipse hat. Hat Happy End entsprechend gewonnen, sonst wären sie jetzt nicht im Finale. Happy End gewonnen, deshalb sind sie. Ja, so, ja eben. Yeah. Ja, ja. Wie findet ihr es, dass nur die Top 2 weitergekommen sind? Sonst wäre die Finalphase extrem lang geworden. Ich meine, wir hatten nur 11 Teilnehmer. Und was willst du machen? Willst du 7 Leute? Beziehungsweise, du kannst ja 8 Leute weiterbringen. Oder 4. Dann hast du ziemlich viele Teilnehmer am Ende noch. Und dann wird der zweite Eventtag nochmal ewig lang. Also es ist schon gut, dass in der Gruppenphase dann entsprechend 7 Leute rausgeflogen sind. Ja, 11 ist halt auch eine doofe Zahl. Wäre halt auch etwas schwachsinnig, wenn in der Gruppenphase noch viel weniger Leute rausfliegen. Ja. Wenn du mehr gehabt hättest, hättest du noch eine Gruppe machen können und so, und dann wären es mehr Leute gewesen, aber. Hm. Jetzt hier TD Premium, kann ich 500 Plans geben, bin wettsüchtig, aber arm. Ja, auch kein Geld mehr, wenn ich jetzt verliere. Ich hab noch Geld, aber nicht mehr viel. Also egal, was jetzt passiert, ich habe meine Quote erfüllt. Ich bin mehr rausgegangen, als ich reingegangen bin. Danke, okay, rufen nochmal. Das meiste Geld liegt auf Elysium. Und Arena freigegeben schon wieder, weil random. Aber es mit den Wetten, das ist aber auch irgendwie nicht verwunderlich. Arena gesperrt wieder, schön. Ja, klar. Und wenn Happy jetzt alle überraschen sollte, dann sind viele Leute sehr, sehr arm. Ja. Mal gucken, wie viel das noch wird. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Und wenn Elysium gewinnt, dann ist Jesse sehr, sehr arm. So. Ja gut, aber sonst niemand mehr. Weil der scheint der Einzige sein, der was gesetzt hat. Live wird vom Plugin gemobbt. Müssen wir mal einen Wecker stellen, dass ich vor alles hier das, vor Disco das mache. Ja, du weißt doch nicht, wann Disco Werbung macht, oder? Weiß ich nicht, vielleicht macht das regelmäßig. Ja. Das ist einfach mal in 5 Minuten oder so. Alexa, Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Übrigens, wenn du eine neue Benachrichtigung hast, kannst du sie auf Alexa, Fresse halten! Das ist aber nicht nett von dir. Moment. Meine Technik hat mir nicht zu sagen, wie ich mich auszudrücken habe, ja?
Deshalb, liebe Community, hat Kaltenstein keine Freundin. Er verkackt schon mit Alexa. Ist gut so. Besser als Alexa als meine Freundin zu haben. So, wer erklärt Jesse jetzt, dass Disco auf dem MPP-Kanal streamt? Wieso, was hat er gesagt? P streamt so wie WT Disco und ich XCP streams. Guck mal, Chat! Hä? Jan, springst du etwa vom Dach oder was? Nein. Achso. Von PX. Oh, meine Alexa hat sich gerade auch aktiviert. Aber was kann man gut machen? Alexa, bestell eine Waschmaschine. Alexa, stopp! Das geht natürlich auch. Ne? Ich hätte mich hüten sollen beim Alexa, stopp sagen. Welcher Stream ist das jetzt, den er da verlinkt hat? Rickroll? Ja, natürlich. Manche Leute haben dafür eine Firefox-Extension. Rickroll-Streams oder was? Die Rickrolls verhindert. Ach so. Deine alten WGLs kannst du sonst wohin stecken. Was? Wessen uralten WGLs? Ja, wegen... Leute, die Diskussion führt doch zu nichts. Das solltet ihr aber auch jetzt lange gemerkt haben. Oh, guck mal, wurde gerade... Hä? Guck mal, wie viel gewettet wurde. Oha. 130.000. Also wir haben gleich das meiste gewettete. Oh, ich glaube, die Antwort zugegeben wurde, ist der Herzinfarkt. Kaltenstein, die Waschmaschine ist unterwegs. Naja, wer weiß, vielleicht hat dein Alexa auch gerade noch so Antworten so lange gebraucht. Naja. Vielleicht ist die Waschmaschine schon unterwegs. Ist ja ungünstig. Machst du ein Unboxing, wenn die ankommt? Team der FOS, kein Schnell, spielst du nur ab und zu SOT? Ja, ziemlich regelmäßig sogar. Kommt aber nicht auf YouTube. Vielleicht lade ich mal einen Meme-Clip auf meinem Kanal auch, also der einfach Kaltenstein heißt, aber eigentlich nicht, nee. Also, eigentlich ja, aber nichts auf YouTube. Da kommen genauso viele Videos wie auf Mighty. Genau. Sind da auch schon 2 Videos, das ist krass. Ja, I guess. Also sind zwar alle ungelistet, aber... Also ich habe, ja, wenn ich gelistet habe, ich auch noch einige. Aber nee, ich habe zwei öffentlich. Ich habe 2 öffentliche. Krass, ne? Ich keine. Richtiger YouTuber, ja. Hier der eine Trailer für Steamworld-Bauwelt, die habe ich da immer vorher hochgeladen, um sie ein paar Leuten zu zeigen und noch irgendwas anderes. Und ich habe Alzheimer, daher weiß ich nicht mehr was. Ja. Um 90 vor 8 startet das, ne? 90 vor 8, genau. Oh, warte mal. Ein Secret gefunden? Ja, das ist kein Secret, das ist das Treppenhaus. Zitatenstelle, das ist nicht das Secret, das ist das Treppenhaus. Ich hab ein Treppenhaus? Ja, hat es. Wo denn? Auf der oberen Ebene, wenn du vom Spawn kommst und diesen Wegen folgst, dann findest du es irgendwann. Das sind eigentlich ganz viele. Also... Welche Wege? Also wenn du am Spawn bist... Da! Alexa, stopp! Oh, danke, dass du mich erinnerst. Dass die Waschmaschine jetzt ankommt? Nein, dass ich den Link vorbeischicke. Preisfrage, wieso kommt man im Treppenhaus runter? Aber? Runter? Ja, du kommst runter, aber irgendwann ist einfach Ende. Naja,
Da ist ja irgendwann eine Barrierewand, also du läufst dann einfach auf den Barrieren drauf. Oder was meinst du? Ja, nee, das ist kein Ausgang. Doch, doch. Das ist ein Ausgang? Ja, in der Wand. Mehrere sogar. Ja. Wo ist im Treppenhaus ein Ausgang? Vielleicht nicht in jedem. Das wäre natürlich ein bisschen dämlich. Aber in denen ich gerade drin war, da sind welche. Alex hat mich auch gerade erinnert. Ja. Hallo Vio, wie geht's dir? Vio noch mit dem T-Profilbild. P-Hackers B. Was ist das? Das ist eine Fight Night, eine Warrior-Turnier-Geschichte. Und das ist der Finalfight. Und der geht auch erst in einer Viertelstunde los. Also, Props an PP. Das Treppenhaus hat tatsächlich. Die meisten haben gar keinen Ausgang. Das ist super. Elitude war so mein Geld, tja. Hättest du mal nicht gewettet. Was ist für ein Schild bei dem Roten? Was meinst du jetzt? Das Sandschild hier vorne oder das Massiv an der Seite? Und ich habe schon beantwortet. Das eine ist ein Sandschild, das andere ist ein Massivschild. Oder was meinst du jetzt mit Schild? Oder hier oben ist noch ein Dachmassiv. Ja, der Endstone an der Seite ist wahrscheinlich kein Endstone, sondern irgendwie Schleim und Pistons, aber das liegt halt am Tech-Hider. Okay, die wetten 126.000 auf Elysium und 33.000 auf Happy End. Und 160.000 sind insgesamt. Vielleicht schaffen wir noch 200.000. Schwert oder was? Oder TNT? Hä? Was meinst du? Es geht hier um TNT. Kein Channel raus, ja, ja. Lass auf 400.000 warten, ja. Gutes Wort, TD. Aber der andere TD. Der PvP aus dem Bohr am Ende. Naja, es ist schon PvP, sie beladen ja Kanonen. Nein. Du, es ist quasi alles Artillerie. Der Sinn ist ja, dass du die Kampfmaschinen baust und damit die Köpfe einschlägst. Wo ist denn der Witz mit Pistolen? Wir bauen eigentlich immer an irgendwelchen Borgias. Welche genau, das erfahrt ihr dann, wenn wir sie releasen. Also wenn du wissen möchtest, worum es um den Server geht, wir haben auf unserem Kanal ein Video, das heißt, was ist ein Wargear? Ich
den Kanal der THC, ist lustig. Ja, apropos THC, wir sind am Mittwoch bei ihm im Stream drin. Könnt ihr also auch gerne vorbeischauen, auf Twitch müsste das sein. Ich weiß nicht, ob man den anschauen kann als Nicht-Subscriber, aber müsste. Da sind auch noch einige andere von uns dabei. Orso zum Beispiel hat da auch ein Wargear eingesendet. Und dann erklären wir ihm einfach mal ein bisschen die Wargear-Szene. Das könnte auch für die, die sowieso noch weniger drüber wissen, ganz interessant sein. So, 10 Minuten noch. Und meine scheint kaputt gegangen zu sein. Lustig ist das. Ich frage mich gerade, es fehlen beim roten Team noch 2 Leute eigentlich. Letztes Mal PS4 100 Vorgehen beendet. Was? 100 mal 100 mal 100, so ein würfelförmiges oder was? Tiefstich und den ganzen Schnickschnack. Auf PS4, geht das überhaupt so gut? Also Bedrock Edition sind ja Kanonenbau und eigentlich ziemlich krebsig. Ist bestimmt auch nicht schön, wenn du kein World Edit hast. Imagine, man baut noch normale Tiefenstichs ein. Auf Public-Niveau definitiv. Und ich wüsste auch nicht, wie man gut einen Schwenktiefenstich oder eine Flugschicht bauen würde auf Bedrock Edition. Free Planets gibt's heute. Okay, hier müsst ihr was für eure Planets tun, ja? ...220.000 Planets sind gewettet. Jetzt guck, wie viel Geld ich jetzt noch habe. 2.000 habe ich tatsächlich noch. Man weiß, wie es geht, kann ich nur gut umbauen. Ich finde die Strukturblöcke auf Bedrock als Welt. Ah, Strukturblöcke, okay. Ich wusste gar nicht, wie er damit umgeht. Habe ich einfach. Ich habe immer World Elf benutzt. Jetzt mal noch ein bisschen zu fachsimpeln. Frag mich mal kurz, wo meine hin ist. Ist aber gemutet, okay. Also wir haben ja gesehen, Elysium und Happy End haben beide ein 8-Loch. Und wenn man jetzt wissen will, welche davon besser ist, scrollt man einfach im Chatverlauf ein bisschen hoch. Ich würde einfach mal sagen, beide sind doch relativ gleichgewichtig, was das angeht. Also einen klaren Favoriten kann ich eigentlich nicht abgeben. Elysium würde ich schon sagen, dass die bessere Chancen haben. Ich habe auf die gesetzt, aber es kann immer noch sein, dass hier Happy End doch was Krasses abzieht. Das hatten wir schon öfter in dieser FN, dass unerwartete Siege geschehen. Und das kann auch diesmal wieder passieren. Also mal ein nicht von vornherein entschiedenes FN-Finale. Finde ich sehr gut. Und darüber hinaus bleibt sowieso noch abzuwarten, ob vielleicht noch eine FN angekündigt wird, die nächste jetzt, wenn die FN hier vorbei ist. Ja, aber gehen die Strukturblöcke nicht so gut wie auf Bedrock? Keine Ahnung, ich habe es noch nie getestet mit denen. Einfach bei World Edit habe ich Erfahrung mit und das ist auch irgendwie komfortabler, weil du nicht immer einen Block hinsetzen musst. Es wäre cool, wenn sie das irgendwie integrieren würden. Und dass es auch gut funktioniert. Also am besten in Farbe integrieren. Das haben sie ja auch gemacht mit. Wo
Womit eigentlich? Ich glaube, diese eine Performance-Mod, die sie integriert haben in Minecraft, was sie mit Optifine auch machen wollten, dann aber nicht getan haben. Rücken gefallen. Auf deiner Seite. Okay, die Spieler sind jetzt vollzählig und 4 Minuten sind noch auf der Uhr. Ich will meinen, was. Buddy disconnected from your channel. Okay, Meini's RIP. Jetzt euch verlässt ihr das Ganze auch noch aufnehmen. Meine Fresse. Mach erstmal einen Shader rein. Gucken, dass ich die ganze Arena gerendert kriege. Das könnte noch ein bisschen laggy werden. Gerade mit Shader. Auf Zäune Druckplatten setzt, kann man bis zu 15 TNT nehmen, dann ist alles fliegt weg. So. Okay. Ach, das mit so mit Entity Overstacking, das geht ja auch hier mit Booten zum Beispiel, um so Elytra-Katapulte zu bauen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es mit TNT so ist, auch auf Bedrock. Ich hoffe, das kommt nie für Java. Das wäre ziemlich kacke für alle Kanonen, die irgendwie TNT-Aids komprimieren. Jetzt wird nach beiden Teams ready gefragt. Scheiße, jetzt muss ich schnell aufstarten. Ist mein Gerede dann noch drüber. Tut mir leid, Alessio. Da wird er wohl den Sound für sich selbst schneiden müssen. Was für ein PC ich habe? Ich habe keinen, den man sich kaufen würde. Also ich habe ihn natürlich selbst zusammengestellt. Okay, man sieht tatsächlich ohne Shader weniger. Okay, kein Chef für dich, Alessio. Tut mir leid. Mein PC, ich habe einen 80 von... In den Karton gar nicht. Keine Ahnung, welches Custom Design das ist. Das warte, man hat es gerade gesehen. Eine 2080 PCI SSE 2, was auch immer. Und mein Prozessor ist ein i5-8600K. Da werde ich mir auch bald einen neuen kaufen. Der Stream geht so lange, wie der Fight geht. Wenn er jetzt noch dreimal wiederholt wird, können wir hier auch bis 9 Uhr sitzen. Keine Ahnung, hoffe ich mal nicht. Wenn alles glatt geht, sind wir wahrscheinlich durch um 19 Uhr. Spätestens. Okay, schön, dass ich hier ein bisschen rumfliegen muss, Arena rendern. Okay, ich denke, besser kriege ich es nicht hin. Dann versuchen wir mal... Velasius gut zu hin. Da steht oben links alles, was du hast. So. Ja, 6x Intel, 6 Kerner, i5-8600K. Der Base-Takt ist 3,6 GHz. Ich habe zwei WQAD-Monitore auf 144 Hertz. Deswegen ist das angenehmste, was ich je mir zugelegt habe, ist ein zweiter Monitor. Ich finde das so cool. Und ich habe 16 GB DDR4 RAM. Genau. Dass da oben 6 GB steht, liegt daran, dass ich einfach das nur Minecraft zugewiesen habe. Okay, sie schreiben GRF. Noch nicht ganz, okay.
Hast du Tipps? Wenn du Tipps für sowas machen willst, dann frag lieber Hardware-Rat oder so. Da habe ich nicht viel Ahnung von. Da habe ich mich auch beraten lassen. Von Leuten, die das besser verstehen als ich. Okay. TD kann ich schon, aber ich glaube nicht, dass du es willst. Hä? 400 Hebel. Oh Gott. Aus einer Minute. Schön Hebel umlegen, alle möglich. Wechseln. Hä? Wohin willst du wechseln? Kurz gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Die Aufnahme funktioniert. Money Pain, ja. Stimmt, GPU ist teuer. Aber es kommt bald die 3080 Ti raus, oder ist sie schon rausgekommen? Weiß ich gar nicht, habe ich gehört. Wenn du unbedingt 1000 Euro für eine GPU ausgeben möchtest. Also ja. Okay, jetzt wird wieder gefragt, beide Teams ready. Und ich krieg die Arena einfach nicht gewendet. Okay. Ich geb's auf. Das wäre jetzt erstmal Alessio erklären müssen, dass er nicht die schöne Sicht von Mini, sondern meine komische haben wird. Und er muss Disco angraben nach seinen Streamdaten. Start in minus 3 Minuten, ja. Kuss auf den Nacken. Okay, ich gehe noch einmal auf Klo und dann bin ich gleich wieder da. Schön, ich habe den Fight-Anfang nicht verpasst. 2,3000 kostet die 3080 Ti. Das ist ordentlich. Sir, werden die dann eh nur geladen, wenn die bis 16 Chance. Bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie es hier auf PP ist. Das ist ja nur so relevant, wenn du auch offene Welten hast. Hier ist ja jeder in einer, an der gleichen Stelle. Da werden ja keine neuen Chunks geladen. Das sind ja alles Void Maps, wo dann irgendwo eine Arena drin steht. Und weiter gehen die ja auch nicht weg davon. Du meinst, dass er eine 144er Stich per Hand belädt dann hier? Hä? Ach so, was wird. Also. Ja, wie THC Kanonen belädt. Er hat es ja auch nicht richtig beladen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch, dass er überhaupt versucht hat, die alleine zu beladen. Okay, der Countdown geht los und ich halte einfach mal die Klappe. Das ist das Finale. Elysium gegen Happy End.
Ich glaube an euch. Wenn wir gucken, dass wir die SFA-Schlüssel schön raufbekommen. Vielleicht werden sich hier links genau die SFA-Hilfen ausfahren. Und 4 Sekunden hält lange, der Lag geht los. 3. Wann kommt 2? Da ist 2. Gar nicht so schlimm. 1. Da sind die Schüsse. Viele Stiche hier drin bei Happy End. Elysium bisher nicht so viele, aber vielleicht lädt noch was nach. Das sind 6 Stiche insgesamt und hier... Ah, es sind 7, oder? Übersehe ich einen? Ja, es sind 7 Stiche. Und da fliegt die erste Sidestep rein. Jo, hier ist 2 im Schaden drin und eine kaputte Kanone. Dafür hier wieder ein Stich. Und sogar mit der Wölkchen schießen sie. Aber das war ein ziemlich guter Schuss, da haben sie gleich 2 Downsteps mit ausgeschaltet. Erster Sidestep und die Kanone jagt sich. Oha. Jo, da ist einer draufgegangen. Egal steht da. Oh, das war knapp mit der Sidestep. Mal F1 wieder an, damit man wieder die Tode sehen kann. Okay. Also ein 6 gegen 5 jetzt. Und eine Sidestep nach der anderen. Und Happy End. Haben die schon eine Sidestep gefressen? Nein! Auch noch keine Idee. Das sieht ziemlich gut für Happy End aus. Noch eine Sidestep. Und noch ein Toter. Elysium, was ist passiert? Ist ja richtig viel hochgegangen. Und noch eine Sidestep und noch was ist hochgegangen. Junge, Junge, Junge. Es sind klar viele Stiche vorne drin, aber wenn hier in dem Mittelbereich einfach nur Sidesteps leben, dann kann man damit den ganzen Gegner kaputt machen. Oh, oh, jetzt ist aber hier auch eine Sidestep hochgeflogen. Und sie haben eine Sidestep ins eigene Worgi gemacht. Das sieht man ungern. Also 4 gegen 5 haben wir. Hier kann auch alles passieren. Hi Zylinder, bist gerade rechtzeitig fürs Finale da, auch wenn der SFA-Sturm schon vorbei ist. Und es wurden länger keine Schüsse mehr abgegeben. Jetzt wird hier gebowfightet und oh, die Wölkchen kommt. Wird er das überleben? Mal gucken. Sieht schlecht aus für Bigger. Oh, aber er hat's noch gekraft. Okay. Ich habe nichts gesagt. Muss mal kurz gucken, ob das noch die Musik ist. Ja, alles klar. Und direkt 2 Tote, während ich ausgetappt bin, als ob. Okay. Also sieht gar nicht mehr so schlecht aus für Elysium. Da haben sie sich jetzt noch gut erholt durch diese beiden Kills, wo auch immer die waren. Sie schießen weiter mit der Wölkchen da. Ich weiß nicht, ob sie noch andere Kanonen haben. Okay, Bega war aber nicht mehr da. Jetzt sind hier schon 3 Leute. Gucken, ob sie da noch... Das sieht auch noch aus, hätten sie da eine Kanone. Oh nein, die Wölkchen wird sich jagen. Oh je. Da ist Bega und noch jemand von Elysium. Wer ist das? Nikolas. Ja, es ist nur noch ich. Meine ist gerade, weiß ich nicht, wo er hin ist. Kaputt gegangen. Okay, die sehen beide relativ Tech-K.O. aus. HP soll... Okay, Happy soll Schuss abgeben. Aber Elysium hat auch länger nicht geschossen.
Mal gucken, ob hier irgendwann jemand zu Tech-K.O. erklärt wird. Aber ist hier vorne eine Sidestep drin? Ja. Wenn hier vorne noch eine Lupf ist irgendwie in der Mitte, dann könnte da Elysium auf jeden Fall noch einen Schuss abgeben. Scheinen sie irgendwie einen Krebelschuss gemacht zu haben. Ja. Unten habe ich auch noch einen Namen gesehen, also unten ist vielleicht auch noch eine Kanone, diese zu reparieren versuchen. Da kommt Lo Wang nach vorne, um zu Baufighten. Auf jeden Fall ein sehr spannender Fight, 5 Minuten sind erst um und es ist unklar, wer jetzt die Oberhand hat. Vielleicht kommt, ist da eine Smarty oder so, vielleicht kann da ein Schuss rauskommen. Oder da lebt noch eine IDS. Der Kampf wird direkt beendet, wenn Tech-K.O. als offiziell gilt. Also, wenn ein Team nach einer bestimmten Zeit keinen Schuss mehr abgibt, oder wenn sie einfach sagen, wir sind Tech-K.O., dann wird von den Kampfleitern ein Team für Tech-K.O. erklärt. Also das heißt, es hat keine Kanonen mehr. Aber nicht sofort, wenn das der Fall ist. Es muss erst nachgeguckt werden und es wird Zeit geben, noch zu reparieren. Ja. Das Team kann aber auch sagen, wir haben keine Chance mehr, das zu reparieren. Und wenn beides nicht passiert, wenn die Zeit ausläuft, kann ausgezählt werden. Es kann sein, dass sie darauf gehen, dass sie sich einfach verkriechen. Was denkst du, wer gewinnt? Keine Ahnung an diesem Punkt. Ich habe auf Elysium getippt am Anfang, dazu stehe ich auch, aber Happy hat zwar ein weniger, aber sie sind immer noch nicht unterlegen. Also Elysium scheint auch ziemlich schlecht dran zu stehen, was Kanonen angeht. Was da Artis anrichten würden, die hinten sind. Was? Was soll das heißen? Okay, es tippen die auch im Chat auf Elysium. Die Wetten stehen auch für Elysium. Also die haben bestimmt das Doppelte gewettet bekommen. 160.000 zu 97.000. Lo Wang da. Es kann durchaus sein, dass jetzt ausgezählt wird. Sie haben den Bowfight eingestellt, sie wollen bestimmt nichts im Bowfight verkacken. Bei Auszügen ist natürlich auch relevant, wie viele Spieler noch leben, deshalb. Da hat jetzt natürlich Happy End ein weniger, aber es kann natürlich sein, dass bei Elysium mehr Kanonen oder noch Brückentechnik lebt oder so. Ich denke nicht, dass irgendjemand diese FN-Artis verbaut hat. Obwohl, es haben zwei Publics teilgenommen, vielleicht hatten die Artis. Wobei der eine hatte keine Artis, der hatte nur Downsteps. Das andere war ein umgebautes Public, also vielleicht hat tatsächlich niemand Artis in dieser FN. Das werden alles Wölkchen als Meme-Kanone sein oder Smarties, also Downstep und Backsteps. Kein Team ist Tech, wird gesagt, okay. Sie warten also einfach. Und es sind noch 12 Minuten. Mal gucken, ob da noch was passiert. Vielleicht schwenken sie mit ihren Kanonen. Da vorne ist einer. Der könnte durch einen Bogenschuss jetzt ausgeschaltet werden. Hat FP noch den Rekord des schnellsten Fight? Keine Ahnung. Was passiert, wenn ein TNT mit einem TNT abschießt, aber ohne Wasser? Zieht das noch kurz als Kanone? Ja, Wölkchen funktionieren zum Beispiel so. Oder auch Fallkanonen. Also man boostet TNT hoch oder man lässt es einfach fallen. Das gilt als Kanone.
Die Schussdefinition sagt nichts darüber aus, ob man sein eigenes Wargate dabei auch beschädigt oder nicht. Also man kann auch eine Chaoskanone bauen und das zählt. Das stimmt schon, also beim, es wird ja auch, es sind nur eine bestimmte Kanonenzahl erlaubt, wenn man da jetzt eine Vorrichtung baut, um TNT als Chaoskanone abzuschießen, zählt das nicht als Kanone. Aber eine Fallkanone würde zählen, oder eine Wölkchen. Aber das ist dann auch irgendwann Ermessen des Supporters. Smarties sind smarte Artis. Fast. Okay, hier hinten sind sie alle, bauen ihren Weg zu, um nicht gespottet zu werden. Sneaken da schön. Projektilstreu. Haben wir ein Video drüber gemacht, über eine 2541er Streu. Die haben wir auch im Fight beladen. Müssen wir einfach mal nachsuchen. Natürlich erst, wenn der Stream vorbei ist. Die wurden SS verabreicht. Tja, recht ereignislos jetzt. Es passiert halt, wenn sie Zeit verzögern. Sei ein bisschen schade, dass das im Finale passiert, aber ich kann es den Teams nicht verdenken. Dann werden sie die FM gewinnen. Mit so einem Warrior müssen wir in FN teilnehmen. Oder wir nehmen einfach mit Oldschool teil. Das ist auch OP. Ja. Weg, was passiert. Kannst gerne 10 Minuten zurückspulen. Der Anfang des Finalfights war echt spannend. Aber jetzt ist es so ein bisschen Stalemate geworden. Wir führen quasi Grabenkrieg. Die Zock, das nennt sich Sprengkopf-SFA. Natürlich darf man das. Ist halt die Frage, ob das auch auf Java funktioniert. Wollen wir einfach aussehen, sagt Lufen. Sie sagen auch noch ja. Oh nein, okay, aber sie sagen noch nicht, okay. Vielleicht stirbt ja noch einer als Fallschaden oder so. Also warten wir noch. Ihnen nur Spaß, ihr macht das schon. Wir müssen noch mal ein paar Kanonen bauen. Okay, okay. Ja, jetzt bauen sich einfach im Fight eine Schwenkkanone oder so. Kurz neue Ausstellung machen, kommt hin. Entern, genau, wie in Rising Tides. Heute ist es genau andersrum. Sind Sie, weil das Gleich muss auch noch zu MG. Aber MG sind mehr als 40 Tick oder halt gleich 40 Tick und SFA sind weniger als 40 Tick. 40 Tick einfach die Schusslatenz und 40 Tick ist eben die Zeit, die ein TNT zum Explodieren braucht. Das wird also, die Schusslatenz ist kleiner als die Latenz, die das TNT zum Explodieren braucht. Das heißt, es müssen mehrere Schüsse gleichzeitig in der Abschlusskammer liegen. Und es wurde ein Schuss abgegeben.
Eine Lupf hat das Sandschild beschädigt. Und Lovang ist direkt dahinter. Wenn jetzt noch ein Schuss kommt, dann... Naja, zu spät. Aber er ist da noch. Jetzt müsste noch einen Schuss abgeben, dann ist er tot. Das könnte richtig knapp werden für ihn. Da sind sie, da sind sie. Vielleicht geben sie noch einen Schuss ab. Gucken, er grieft dann einen Lauf auf oder so. Disco streamt auch für den PP-Kanal. Aber ihr bleibt natürlich hier bei mir. Oh, da ist der Schuss, da ist der Schuss. Aber er hat's überlebt. Er war tief genug drin. Jetzt müssen sie sich da reinmörsern. Aber das ist halt auch cool, wenn man irgendwie mit Lupfkanone, mit Schwenkkanonen irgendwie langwierig versucht, einen Warget zu zerstören. Das ist echt cool. Ja, Faulty, das war mir schon klar. Nächster Schuss. Lovang ist da immer noch. Das scheint wichtig zu sein, was er da macht. Vielleicht haben sie dahinter eine Kanone. Irgendwie eine Flugstich oder so. Das heißt, wenn sie da rausschießen würden, dann könnten sie ja auch gegenüber die Kanone versuchen zu killen. Dann müsste aber irgendwie das... Oder? Ja, dann müsst ihr das Sandschild davor irgendwie wegmachen. Und Kentex ist tot. Jetzt ist es ein 3 gegen 3. Sieht schon ganz anders aus jetzt. Wenn sie jetzt hier mit der Lupf noch einen wegholen können. Und Elysium soll einen Schuss abgeben. Oha. How the tables have turned. Dreier schwenkt mit Gegendruckprinzip. Ja, klar. Ne, einer schwenkt mit Gegendruck. Und Lovang ist tot. Jetzt ist Elysium in der Unterzahl. Habe ich es doch gesagt, der hätte nicht sein sollen. Das war ziemlich risky von ihm. Also Faulty, wir haben eine 41er Schwenk mit Gegendruckprinzip, ne? Wenn du möchtest. Lass mal FN wiederholen. Klingt gut. Wird nach GG gefragt. Mal gucken, ob jetzt noch ein Schuss kommt von Elysium. Ansonsten hat Happy das tatsächlich gewonnen. Nein, warum Elü? Ja. Ich sag ja, es ist ein spannender Fight. Und der nächste. Elü, bitte jetzt Schuss abgeben. Oha. Was ist Gegendruck? Das ist das ganz alte Prinzip von Turnier, dass man einfach Treibladung hat, die nach vorne beschleunigen und Treibladung, die zur Seite beschleunigen. Und es wird GG geschrieben! Okay. FireTube schreibt auch schon GG. Ich glaube, Elysium wurde für TechKO erklärt. Und Arena gesperrt. Happy End hat tatsächlich gewonnen. Viele Leute sind jetzt sehr arm geworden dadurch, ich auch. Ich habe 6000 verwettet. Aber, oh, BG, okay, okay. Viele sind salty anscheinend. 39k Plans hat einer verdient, okay. Aber passiert auch mal. Plans sind ja eh nichts wert. Also das war wirklich unerwartet. Herzlichen Glückwunsch an Elysium. Nein, ach, was, herzlichen Glückwunsch an Elysium. Ja, herzlichen Glückwunsch an den zweiten Platz natürlich. Kriegt ja auch Preisgeld, aber... Viel herzlicheren Glückwunsch an Happy End, dass sie gewonnen haben. Also ja. Cool, würde ich sagen. Genau. Hier gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. +69 war der Einsatz, kalkuliertes Risiko. Tja, hätte ich mal weniger gesetzt. Rebellysium, tja, passiert. +4k Free Planets. Tja, das, ich habe nichts mehr zu vergeben, da muss ich kapitulieren. Okay, also an die letzte Zuschauer.
wenn ihr jetzt noch zuschaut oder wenn Alessio mich nicht stumm geschaltet hat, abonniert Wartech und Alessio könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und das Video ist jetzt vorbei. Ich habe die Aufnahme, hat überhaupt funktioniert. Sieht so aus. Sobald ich NPC abbreche, ich Elysium. Kannst du mal anfragen, ob sie dich aufnehmen. Oder willst du dein eigenes Team gründen? Der Gewinner des Events ist Happy End. Cool. Ja, bye bye. Also, ich denke, es wird nichts mehr passieren. Den Stream können wir an dieser Stelle auch beenden. Machst du noch einen Fight? Können wir? Wir können noch einen Massefight machen, habe ich nichts gegen. Aber ich muss ja irgendwie zum Reden hören. Vielleicht gehen wir ja mal in den öffentlichen Kanal rein. Haben wir hier irgendwo einen, der nett guckt? Der ist schwenkt schon in meinem Video. 41er Schwenk war es. Sie ist im MV2 verbaut, tatsächlich. Naja. Ich denke, wir können auch Massefight machen, aber das streame ich nicht mehr. Dafür habe ich jetzt keine Stimme mehr, weil ich die ganze Zeit alleine reden musste jetzt. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen, auch wenn meine jetzt weg war. Und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Schaut auf PP-Kanal vorbei. Da gibt es den ganzen Stream nochmal mit witzigem Kommentar von Disco-Wüste. Und halt auch andere Ansichten nochmal. Mit Disco, genau. Und ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle auch Schluss. Euch noch einen schönen Abend und einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.